So, Quizfrage. Geht's da lang? Da lang? Oder da lang? Triathlon. Fahrradfahren, schieben und kriechen. 300 Kilometer Gravel, 80% auf Rot. Das nenne ich eine Hausnummer. Und genau das erwartet euch die nächsten 250 Kilometer. Auf Rot, Schotter, Moor und vor allem Mütten. Guten Morgen, schon wieder ist mein Fahrrad zu komisch vollgeparkt. Schwer beladen, unnötig, diesmal sogar das Gravelbike und nicht der Crosser. Ja, was soll ich sagen, heute geht's zum 300er Gravel nach Königs Wusterhausen. 30 Kilometer Anfahrt. Ich könnte jetzt die Bahn nehmen, kann aber auch eine Stunde fahren. Entspannt, chillig und genau das mache ich jetzt. Gestern ist offiziell der 300er Gravel gestartet, der Bananenmarathon. Großteils um Lübben herum im Spreewald. 80% wieder auf Rot. Ziemlich anstrengend. Wir fahren über den Wederberg, Lübben, Lübbenau und so weiter und so weiter. Der Track selbst umfasst 300 Kilometer, 80% auf Rot, 20% Asphalt. Ich denke, es wird ziemlich happig. Es gibt ein Zeitlimit von 27 Stunden. Wir werden aber einen Overnighter machen und vermutlich das Zeitlimit knacken. Egal, Hauptsache Spaß. So, wir sind auf dem Weg und auf jeden Fall stellt sich schon mal heraus, dass Kascha genauso eine Navigationsbremse ist wie ich. Bam, 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 bam. Jo, Torben, beste Materie, bester Untergrund. Läuft. Beach time. Von Königs Wusterhausen aus geht es jetzt auf Rot immer weiter Richtung Süden über den Wederberg bis nach Lübben. Gravel-Regel Nummer 1, wenn man mal nicht sicher ist, wo man abbiegen soll, einfach den schlimmeren Weg nehmen, passt immer. Übrigens ist es jetzt schon mega warm und ich glaube, die Party geht noch eine ganze Weile weiter. Was für Untergründe mögt ihr so? Also ich denke mal, heute werden wir wieder großteils Schotter haben und klar Sand. Es wird garantiert sehr viel Schotterpiste. Kommt ihr damit klar oder sagt ihr so, nee, lieber nicht? Da ist der Track. So, jetzt ist es eindeutig zu sehen, aber ganz ehrlich, tut Donnerstag vorbei. Es ist so versteckt, das ist schon ziemlich witzig. So, Quizfrage. Geht's da lang? Da lang? Oder da lang? Richtig! Dort lang. Das ist eigentlich richtig seltsam. Wie gesagt, wir kommen von da. Und auch Komoot sagt, es geht da durch. Aber hier ist sonst nirgendwo ein Weg. Schon ziemlich geil. Triathlon. Fahrradfahren, schieben und kriechen. Lord. Ja? Ja. It's over. We're done. What do you think? How was it? Great. Also es geht mal wieder mega langsam voran. Aber es geht voran. Besser als schieben. Richtig gutes Zeug. Ausnahmsweise auch mal wieder guter Untergrund. Eigentlich gerade wieder ziemlich nice. Ich denke, wir sind kurz vorm Wielerberg. Ich bin auch der Meinung, ich kenne diese Wege schon. Hier war ich im Oktober schon mal nachts an den Turm. Richtig gutes Zeug. Richtig geile Materie. Klettern. Da geht's hoch. Läuft bei uns. Es ist auf jeden Fall hier richtig schön und ja, ich mag ja Berg. Was vielleicht auch noch ganz wichtig sein könnte, bei so Touren immer genug zu trinken dabei zu haben. Es ist mega schwül. Wir werden garantiert noch eine ganze Weile im Wald unterwegs sein. Und wenn man nichts mehr hat, dann ist es halt ziemlich beknattert. Ich
Ja, ist doch ganz angenehm. Aber super cool für Mountainbiken. Ja, Fahrradfahren macht Spaß. Schieben macht Spaß. Wie ich sagte, Triathlon. So, der Untergrund hat mal wieder gewechselt. Wir haben gerade unsere Bananen gegessen. Noch Zeit. Und jetzt geht's weiter. Nächster Punkt ist bei 156. Es wird noch ein langer Tag. Willkommen zur Mission Tundra. Richtig geile, abgefuckte Wege. Läuft. Aber es macht eigentlich auch Spaß. Ganz ehrlich, so eine Waldautobahn, das ist so ein krasser Unterschied. Und man fühlt sich gleich viel besser, die Kraft kommt zurück und man hat viel mehr Spaß. Geil. Richtig geiler Scheiß. Geil? Ja. Bis jetzt. Moin. Moin. Halb Bock. Angriff. Update aus dem Cockpit. 2 Kilometer später. 105 Kilometer insgesamt. 75 von Gravel. Und ja, was soll ich sagen? Sand, Sand, Sand. Und irgendwie wird es nicht weniger. Läuft. Aktuell muss man die Strecke auf jeden Fall mal richtig loben. Die Strecke schon die ganze Zeit so und so. Also richtig nice. Kann man sehr gut fahren. Und ehrlich gesagt wünsche ich mir irgendwie, dass es noch eine Weile so bleibt. So, wir sind jetzt gerade in Umlübben. Und natürlich geht es nochmal durch den Wald. Und eigentlich sind wir schon wieder ein bisschen falsch. Übrigens, so sieht das nach so einem Feld aus. Insgesamt 140 Kilometer aktuell. Es ist brechend warm, die Mittagssonne ballert. Sand, Sand, Sand. Und damit zurück zum Wetter. Ich muss sagen, eigentlich fühlt es sich richtig cool an, wieder den ganzen Tag auf dem Bike zu verbringen. Ja, Zeug für Overnighter dabei zu haben und einfach zu machen, was man will, ohne grobe Zeitbegrenzung. Irgendwie ist es ziemlich nice. Und manchmal ist der Untergrund alleine schon ein eigenes Abenteuer. Wie man sieht, eindeutig ein Fahrradweg. So, wir sind gerade hinter Radosz, Vecsa, also wie gesagt, der ganze Track geht unaufhörlich um Lübben herum, Lübbenau, ja. Und eigentlich gerade ganz angenehm und die Vorstellung, dass man halt schon den ganzen Tag auf dem Fahrrad sitzt, ist ja halt ziemlich cool. Bada bam 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 bam. Cycling is all. Einfach nur Spaß, Sonne genießen und wird ein langer Tag. So, was macht man beim ordentlichen Sonnenuntergang? Richtig, erstmal die Mütze richten. Ich habe echt gar nichts mehr gesehen vor lauter Sonne. Und jetzt holen wir mal wieder Kascha ein. Regel Nummer 1 im Spreewald, niemals das Mückenspray zu Hause liegen lassen, sonst wird die schöne Fahrradtour einfach mal zur Qual. Dort gibt es nicht nur sehr viele Brücken, sondern der Trek führt auch die ganze Zeit am Wasser entlang. Meine Arme waren am Abend voller Fliegen.
So, meine Tageskilometer 205. Das macht nach Adam Riese 175 Kilometer von der Tour. Ja, 35 wären wir noch. Mal gucken. Oder weiß ich nicht. Irgendwie so. Richtig schöne Abendsonne. Mittlerweile haben wir 20:44. So wie es aussieht, sind wir auch in 10 Kilometern wieder in Lübbenau oder in irgendeiner Siedlung. Und schauen dann mal, ob wir nochmal einen Supermarkt finden, Wasser kaufen und vielleicht ein Bier trinken. Wenn du dich für ein Gravit anmeldest und denkst, du würdest schöne Waldwege fahren, Waldautobahnen, dann hast du recht. Allerdings, auch das ist auch ein Radweg. Geil, oder? Es ist irgendwie demnächst 22 Uhr, es ist dunkel. Wir fahren jetzt, glaube ich, noch eine Stunde. Dann haben wir morgen ca. 20 Kilometer bis zur Tankstelle. Und ja, dann können wir da frühstücken und mal gucken. So, irgendwas gegen 11:30. Wir machen jetzt Powernap. Guten Morgen. Wir haben ca. 5 Stunden geschlafen, 4,5, was auch immer. Und ja, jetzt geht's weiter. Haben noch 100 Kilometer offen, werden das Zeitlevel vermutlich nicht schaffen. Aber ist ja auch egal. Kilometer vom Track. Es sind noch 65 Kilometer offen. Und ja, wir werden es definitiv nicht schaffen bis 10 Uhr, also in 27 Stunden mit Overnighter. Aber hey, ich kann den Track echt jedem empfehlen. Einfach mal eine richtig schöne Gravel-Strecke. Ein richtiges Abenteuer vor der Haustür, zumindest Berlin-Brandenburg. Und es ist einfach nur super, super schön geplant. Der Track ist immer noch richtig, richtig cool. Ein bisschen sandig, aber eigentlich ja fahrbar. Und ja, jetzt warte ich auf Kascha und dann geht's weiter. Und damit man hier nicht einschläft, gibt es sogar Profil. Und auf jeden Fall ist die Strecke zu 90% ein Genuss und zu 10% reine Qual. Aber mittlerweile habe ich ja gelernt, dass Höhenmeter noch viel, viel schlimmer sind. Leider geil. Weil da haben wir noch 22 Kilometer zum Ziel. Es ist immer noch ziemlich geil. Haben den letzten Checkpoint auch durch. Und ja, einfach nur zu empfehlen. In ca. 15 Kilometern ist der Gravit leider schon zu Ende. Aber es gibt ja noch nächsten Monat den 400er. Und da sehen wir uns dann spätestens wieder. Beziehungsweise in 2 Wochen starte ich das Ultra 500. Das sind 500 Kilometer, 5000 Höhenmeter Offroad von Leipzig an. Christian! Und wie finden Sie den Gravit so? Sehr spannend, interessant. Einfach kurz zusammenfassen, wie fandst du den Gravit, den 300er? Der war hart. Der hat mir echt, ich weiß auch gar nicht, ob mein Arsch noch dran ist. Reingefallen, so fühlte sich an. Nein, aber schöne Strecke, Spreewald war super. Aber Leute, dieser Sand, das geht gar nicht. Danke!